Blasi gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Roger gegen Markus an dem Montag, Ukraine, neue Situation nach der Entscheidung vom amerikanischen Repräsentantenhaus. Dann Israel, Gaza, Iran, Deeskalation nach dem gescheiteren Grossangriff von Iran und der Donald Trump vor Gericht in New York. Heute geht es richtig los. Also Ukraine bei mir, ich weiss nicht, wie es bei dir ist, Markus, riesige Freude und Entlastung an diesem Wochenende. Ukraine kommt endlich die dringend notwendige Hilfe in der Höhe von über 62 Milliarden Dollar über. Genau, nein, das ist eine sehr gute Nachricht. Und nicht nur das, das ist ja auch Taiwan und es ist auch Israel, wo sehr, sehr viel Hilfe zu bekommen. Und es ist eine riesen, riesen Leistung, natürlich vor allem von Mike Johnson, dass er das angebracht hat. Hätte ja wieder anders können ausgehen. Nein, das ist wirklich gut. Also natürlich, jetzt müssen wir es mal richtig besprechen. Seit dem Oktober blockiert das Repräsentantenhaus, eben repräsentiert von Mike Johnson, dass das überhaupt zur Abstimmung kommt mit einer fadenscheinigen Begründung, die in dieser Sendung auch von dir mehrfach unterstützt worden ist. Man mache nichts für die Hilfe der Grenze etc. Von dem ist plötzlich keine Rede mehr. Und jetzt hat der Mike Johnson endlich eingelenkt, er hat eine zentrale Funktion. Man kann sich das fast nicht vorstellen, weil er kann allein entscheiden, welche Themen zur Abstimmung kommen und welche nicht. Absolut grotesk. Und jetzt ist er plötzlich anderer Meinung, Markus. Du bist immer noch der Meinung, man hätte das nicht machen dürfen, weil der Grenzschutz nicht geregelt worden ist. Nein, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, man hätte machen müssen, weil die Ukraine ist extrem unter Druck. Jetzt kommt der Sommer, man kann rechnen damit, dass die Russen jetzt noch einmal extrem angreifen, auch vor den amerikanischen Wahlen. Nein, das ist jetzt einfach dringend gewesen. Man hätte nicht mehr länger können warten und es spricht für den Mike Johnson, dass er jetzt das durchgebracht hat. Und ich meine, der Kompromiss, den er hat wollen, ist absolut richtig. So läuft es in der Politik. Das machen alle. Das machen Demokraten genauso. Ist völlig klar. Aber was ich gleich noch einmal betone, ist auch interessant, wenn du die Mehrheitsverhältnisse anschaust. Taiwan, grösste Mehrheit, oder? Über 300 Abgeordnete, also Republikaner und Demokraten, haben das zugestimmt. Das heisst, China ist Nummer eins. Also, für die Amerikaner ist jetzt offensichtlich total klar, China ist die grösste Gefahr. Dann finde ich interessant bei Israel. Dort sind 37 Demokraten dagegen gewesen und 21 Republikaner. Und bei der Ukraine ist es gerade umgekehrt. Dort hat sogar eine Mehrheit der Republikaner eigentlich abgelehnt. Also es zeigt auch, was der Johnson im Prinzip gemacht hat. Das ist hure heikel für seine eigene Stellung, aber er hat sich jetzt durchgesetzt und ich glaube, also das Wichtigste ist natürlich, dass er vom Trump das Platz hat bekommen. Also, das ist ja das Entscheidende. Weil der Johnson ist ein Hardliner, ein Trump-Hardliner. Wie der Trump hat immer wieder erzählt, dass die Wahlen 2020 gefälscht worden sind, obwohl das überhaupt nicht bewiesen worden ist. Und 70% von den republikanischen Wählern glauben das auch noch heute. Und man fragt sich, warum jetzt sich die Meinungsänderung? Ich glaube auch, die Ukraine ist am Abgrund, tausende Soldaten sterben, die Artillerie-Raketen von der Artillerie 10 zu 1 für die Ukraine, die ist krass unterlegen, keine Chance mehr. Und Russland hat bereits eine Offensive angekündigt, der Außenminister Lavrov hat gesagt, Millionenstadt Kharkiv, die würde als nächstes grosses Ziel angegriffen werden. Und jetzt hat der Mike Johnson, der sehr ein bekannter Christ ist, offenbar nicht nur die Reise nach Mar-a-Lago gemacht zum Donald Trump, sondern hat Gewissensbisse bekommen. Er will nicht schuld sein an der ukrainischen Niederlage und die Folgen von Europa. Und das ist jetzt plötzlich nach 6 Monaten, nach 6 langen Monaten, wichtig als die miese parteipolitische Spiel von der Republikaner. Ja, und der Demokraten ist nicht wichtig, was an ihrer Grenze passiert im Süden. Jeden Monat kommen Tausende von Leuten illegal rein. Das ist völlig egal. Nein, komm. Das ist ein Chicken Game. Amerikanische Politik ist sehr kompetitiv. Das ist sehr, sehr hart. Aber es tut das bestätigen, was ich dir immer gesagt habe, Roger. Und ich rede noch einmal über Trump. Ich habe immer gesagt, der Trump selbst, wenn er jetzt für Präsident werden, für die Ukraine muss das überhaupt nicht negativ sein. Im Gegenteil, weil der Trump will einfach nicht verlieren. Und er hat jetzt auch gemerkt, und nein, es ist nicht nur, dass er nicht verlieren will, sondern er weiß ganz genau, die Stellung von Amerika wäre total
in Gefahr, wenn die Amerikaner die Ukraine aufgeben. Die können nicht gehen. Und was wirklich sehr wichtig ist, und da weiss ich nicht, da bin ich nicht so sicher, oder Joe Biden hat jetzt eigentlich seit einem Jahr hat er sehr viele wichtige Waffen, die die Ukraine unbedingt braucht, vor allem Langstreckenraketen, immer wieder vorenthalten, weil er Angst hat vor einer Eskalation, weil er Angst hat, dass der Putin nachher zurückschlägt und so weiter. Das muss aufhören. Die Amerikaner müssen wirklich jetzt voll rein. Und die Chance ist da. Ich bin immer noch überzeugt, die Ukraine kann sogar gewinnen. Aber der Westen muss voll rein und nicht die ganze Zeit Angst haben, dass da eine Eskalation gibt. Sehr viel mehr eskalieren kann der Herr Putin nicht mehr. Also nein, jetzt kommt es gut, die Waffen kommen und auch da die Langstreckenraketen, die ATACs, die kommen, die werden kommen. Aber wenn man eben die Republikaner anschaut, du sagst selber, die Mehrheit von ihnen hat immer noch dagegen gestimmt. Über 100, angeführt von der Marjorie Taylor Greene, total durchgeknallte Abgeordnete aus Georgia. Aber ihr Erpressungspotenzial ist offenbar weg. Der Johnson hat Mut gezeigt und hilft jetzt der Ukraine. Und man muss halt sehen, dass eben die ganze isolationistische Seite, Markus, sagst du da dazu, bei den Republikanern, die vorhanden ist, America first, America first, alles andere sekundär, offenbar, eben wenn es dann um Abstimmungen geht, gar keine Chance haben. Man darf sich von denen einfach nicht erpressen lassen, auch nicht vom Trump. Ja gut, das finde ich eine falsche Darstellung, weil das Ganze wäre ja gar nicht durchgekommen, wenn der Trump nicht gesagt hätte, jetzt unterstützen wir die Ukraine. Das ist extrem wichtig. Jetzt hat er auch Angst bekommen, der Trump, wenn die Ukraine verliert, dass man ihm das anlastet. Die sechs Monate haben nichts gebracht, außer den Russen haben sie etwas gebracht. Nein, überhaupt nicht. Und ich habe es schon mal gesagt, das Hauptproblem der Ukraine ist, dass die Biden Angst hat vor Eskalation und die Europäer auch. Wir haben ganz viele Waffen nicht geschickt, die wir schon vor einem Jahr hätten sollen schicken. Das haben wir gar keine geschickt. Das ist eine längere Geschichte. Nein, es ist wirklich wahr. Langstreckenraketen hat Biden schon vor einem Jahr irgendwo angekündigt. Er hat sie, nur nicht die ganz weiter nicht. Ja, das ist alles ein Fehler. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Wir reden jetzt nochmal über das bei Israel. Die Biden oder sein Team haben wirklich eine falsche Vorstellung, wie man mit den bösen Buben umgeht. Das ist der Punkt. Also muss man noch sagen, übrigens einfach nur die letzten Umfragen, die sind ja bisher immer sehr gut gewesen für den Trump. Letzte Umfrage von NBC. Der Biden holt auf. Der Unterschied ist jetzt ganz klein. Nur noch 2 Punkte, nicht mehr 4 Punkte. Und wenn man den Robert Kennedy nimmt, in die ganze Berechnung, der auch als Kandidat wieder antritt, dann liegt der Biden vorne bereits 39 zu 37 Punkte. Und der Trend is your friend. Und das geht Richtung Biden, Markus. Haltst du das aus? Ja, wir sehen es ja dann. Ja, also weißt, wir werden jetzt noch die nächsten paar Monate jeden Tag können Umfragen anschauen. Nein, also, mal schauen, wie das kommt, oder? Gut, also reden wir über das andere Thema. Genau. Ja. Israel ist mit 300 Raketen und Drohnen angegriffen worden. Total Flop. Angriff direkt aus dem Irans Ziel haben die meisten Raketen gar nicht erreicht, sind vorher abgestürzt oder sind abgeschossen worden von Israel, USA, Großbritannien, Frankreich und sogar Jordanien. Und der Gegenschlag von Israel ist sehr beschränkt. Man hat nur wollen zeigen, wir können euch angreifen. Eure Luftabwehr ist schwach. Und damit hat der Druck, wo der Biden, den du vorher erwähnt hast, auf den Netanyahu, aber es war nicht nur von Biden, sondern vom ganzen Westen gewirkt. Und die grosse Bedrohung, mindestens für einen grossen Krieg, die ist weg, Markus. Also gut, ich finde, die Israelis haben das jetzt sehr gut gemacht, oder? Du hast gesagt, sie müssen gegenüber den Biden Rücksicht nehmen, weil der Biden auf die linksextremen Mitglieder in seiner demokratischen Partei Rücksicht nimmt, und zwar viel, viel mehr, als er sollte. Und jetzt haben sie es meiner Meinung nach wirklich brillant gemacht, weil sie haben einfach vor allem mal gezeigt, du hast es gesagt, hey, wir können euch direkt treffen, in eurem eigenen Land, und ihr könnt gar nichts machen, und das nächste Mal können wir euer ganzes Nuklearprogramm rausnehmen, wenn wir das wollen. Das finde ich sehr gut. Gleichzeitig das Nuklearprogramm glaube ich nicht. Sie haben zwar in der Nähe von Natanz, wo die ganzen, oder ein Teil von diesen Anlagen sind, haben sie dort offenbar Radiostationen rausgenommen, aber ob sie dann könnten die tief unter dem Boden liegenden Atomanlagen verbomben, das ist also noch völlig offen, ist völlig unklar. Ja, das stimmt. Aber was wichtig ist, glaube ich, ich habe den Eindruck, dass die Israelis jetzt mit Hamas fertig machen. Es hätten natürlich, ironischerweise, hätten ihnen den Druck von Biden eigentlich wieder mehr Möglichkeiten gegeben, in Rafah die ganze Sache zu erledigen. Aber wie denn? Weil der Westen unter Biden... Hamas. Wie werden sie das machen?
Wie? Ja, jetzt haben sie ja einen, oder jetzt haben sie beiden etwas zu lieb gemacht. Sie haben beiden zu lieb gemacht, dass sie, obwohl, ich meine, das ist ja wahnsinnig, ich meine, das hat es ja noch nie gegeben, dass ein souveräner Staat von 300 Drohnen angegriffen wird und du machst praktisch keine Reaktion. Ich meine, ich kenne kein Land, das so reagiert hätte. Ich kenne kein einziges. Ich kenne auch keines in den letzten 100 Jahren, wo sich das je gefallen lassen hat. Das haben die Israelis gemacht, das ist ein riesen Opfer. Und jetzt kommt Gegenleistung, und Gegenleistung glaube ich, dass sie jetzt freie Hand haben in Rafah. Ich glaube, die Israelis werden das relativ clever machen, weil jetzt sind 1 Million Zivilisten, alle reden davon, von einer humanitären Katastrophe, ein riesiges Dilemma, aber ich glaube, sie werden nicht einen Vollangriff machen auf Rafah, ich glaube, sie werden einen machen, aber Stück um Stück, Quartier für Quartier werden vielleicht die Leute dort rausnehmen und an einen anderen Ort anbringen, und sie sagen die Israelis, wir wissen genau, wo die Tunnels sind in Rafah, wo auch die Hamas-Führung ist und eventuell hoffentlich doch noch ein paar von diesen Geiseln, die sie genommen haben. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Ja, das glaube ich auch. Aber eben, ich glaube, dass sie Hamas jetzt wirklich ausheben. Ich glaube, sie tun sich die Chance nicht entgehen lassen. Es ist auch nötig, es ist absolut nötig. Hamas muss weg, sonst haben sie dort nie Ruhe. Und das Zweite, was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, oder, die Israelis haben jetzt eigentlich eben bewiesen, dass sie jederzeit Iran können angreifen. Muss mal schauen, was das für eine Wirkung hat auf Länder wie Jordanien und Saudi-Arabien und Ägypten. Aber das Problem... Die Länder haben alle Angst vor dem Iran. Genau. Und es zeigt sich immer mehr, dass Israel der einzige zuverlässige Partner ist, wenn es darum geht, Iran einzudämmen. Viel zuverlässiger übrigens auch als die Amerikaner. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder? Wenn du bei den Drohnenangriffen, es war ja nicht nur Jordanien, gewesen, Frankreich und England und Amerika, die geholfen hat, sondern erstaunlicherweise auch Saudi-Arabien. Mit Informationen, sie haben nicht abgeschossen. Aber sie haben immer Informationen geliefert. Aber du, ja, Markus, da kommen wir aber zu etwas anderem. Über das haben wir ganz lange gestritten. Nämlich das Atomabkommen, das es gegeben hat, das Biden aufgekündigt hat. Mittlerweile hat Iran Uran von über 60%, das ist relativ ein kleiner Weg, dann bis zu 90% etc. Also bei einem nächsten Angriff oder übernächsten Angriff von Iran ist man möglicherweise nicht sicher, ob eine von diesen Raketen, die dann kommt, einen Atomsprengkopf hat. Und das ist doch, wo hätte müssen verhindert werden. Ja, und jetzt, da bin ich überzeugt, deswegen, das ist noch nicht fertig. Kann durchaus sein, dass die Israelis dann gleich noch einmal anfangen, das zu bombardieren. Aber ich erwarte, ganz ehrlich, ich erwarte, dass Saudi-Arabien bald eine Partnerschaft macht jetzt mit Israel. Weil was sich Iran geleistet hat mit dem Angriff von der Hamas, mit dem Angriff von der Houthis und so weiter, ich meine, das ist jenseits. Und für die anderen sunni-arabischen Staaten, das ist eine Zumutung. Und sie wissen ganz genau, wir sind auf Israel angewiesen. Also ich rechne damit, dass im Prinzip das, was die Iraner nämlich verhindern wollten, die Annäherung von Saudi-Arabien und Israel, dass das jetzt sowieso zustande kommt. Und militärisch haben sie sich völlig überschätzt, das ist erfreulich. Die Israelis haben das Erfolgserlebnis, erste richtige Erfolgserlebnis seit dem 7. Oktober, wo immer noch total das Land dominiert. Und auf dieser Ebene kann man dann vielleicht eben in anderen Bereichen auch ein bisschen lockerer umgehen. Reden wir doch jetzt noch über einen Prozess, der heute so richtig anfängt. Donald Trump gegen das amerikanische Volk, wie es dort heisst, in New York. Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach ESG-Risiken identifizieren. Einfach nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch. Der Prozess gegen Donald Trump in New York wegen Fälschung von Geschäftsunterlagen und Beeinflussung von der Wahl 2016 kommt heute in die entscheidende Phase, geht 6 Wochen. Man hat die Jury relativ schneller als erwartet können zusammenstellen. Donald Trump hat nicht gewusst, dass jede Seite nur 10 Punkte hat oder 10-mal ein Jury oder ein potenzielles Jurymitglied ablehnen kann, dass es dann vorbei ist. Und das ist jetzt so. Man hat die 12 Jurymitglieder und die 6, die noch als Ersatz sind. Und er muss jetzt 6 Wochen lang, während 6 bis 8 Stunden pro Tag, dort sitzen. Meistens darf er nichts sagen. Der Richter sagt, wenn er aufstehen darf, wenn er muss sitzen bleiben und umgekehrt und so. Und das erste Mal in seinem erwachsenen Leben hat er nicht mehr Kontrolle über das, was um ihn vorgeht. Ich glaube, das ist fast schon die höchste Strafe für einen wie Donald Trump, Markus.
Ja gut, ich weiß nicht, aber das ist einfach unangenehm. Jeder hat nicht gerne einen Prozess und deswegen haben sie es ja auch gemacht, dass er die ganze Zeit jetzt beschäftigt ist mit Prozess. Aber ob das aufgeht oder nicht, nein, ich glaube, es wird nicht aufgehen, im Gegenteil. Und wie so häufig tut er eigentlich immer die primitivsten Attacken von seinen Gegnern, macht er meistens so grosse Erfolgsgeschichten von ihm selber, von dem her. Mal gespannt, ich habe das Gefühl, es ist New York, also er wird jetzt sicher erstinstanzlich verurteilt. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Eben, er hat ja noch gesagt, er werde aussagen, wie er das schon früher gesagt hat. Glaubst du, dass er selber wird aussagen? Also für ihn, eben stundenlang dort sitzen, er wird sich langweilen, ohne Ende. Man hat jetzt schon gesehen, nach einer Woche, nur schon bei der Auswahl der Jurymitglieder, schon ausgelaugt gewesen, das wird jeden Tag jetzt weitergehen, das soll jetzt 6 Wochen lang dauern. Glaubst du, dass er dann irgendwann sagt, ich will aussagen, oder, was ich annehme, irgendwann wird er austicken? Kontenance verlieren und irgendwie etwas machen, wo noch viel mehr schädigen wird. Also im Gegensatz zum Joe Biden ist er viel belastbarer offensichtlich. Der Joe Biden ist jetzt noch 3 Tage als Präsident unterwegs und der Rest wird er schlafen und sich erholen. Was? 3 Tage als Präsident? Ja, es ist so. Ne? Was heisst? Mal schauen. Ja, er ist ja praktisch auch jedes Wochenende ist er jetzt in Delaware. Er arbeitet praktisch nicht mehr, weil er ist... Der fühlste Präsident aller Zeiten, das wissen alle, ist immer der Donald Trump. Er ist nicht faul, das ist nicht der Punkt mit Joe Biden. Er ist altersmässig nicht mehr in der Lage, das Amt auszuführen. Und deshalb arbeitet er etwa noch 3 Tage pro Woche. Und ob jetzt der Trump da leidet darunter oder nicht, das ist doch völlig irrelevant. Wichtig ist, er ist der Märtyrer in den Augen von sehr, sehr vielen Leuten. Also da bin ich überzeugt, das wird ihm helfen. Das ist unsicher. Bis jetzt hat es so Wirkung gehabt, wie du das jetzt gesagt hast. Aber jetzt vor Gericht sein und dann die ganz pikanten Details über sein Sexleben, über sein Geschäftsleben zu hören und die Leute kommen das zu hören über. Und die Idee, dass dann ein Verurteilter, kriminell Verurteilter, könnte ins Weisse Haus gehen, das könnte dann doch eine gewisse Veränderung anbringen. Und sehr viele Umfragen, wo genau die Frage gestellt wurde, haben das gezeigt. Ich glaube eben nicht in dem Fall. Oder wenn es um die geheimen Dokumente geht oder um den 6. Januar, dann hat die Verurteilung dort größere Wirkung. Der Fall, der ist so an den Haaren herbeizogen. Das sagst du. Und dann ist ja noch. Ja, es ist so. Das sagen alle Spezialisten. Nein, nur um Trump sind Spezialisten, die er zitiert. Roger, es ist nicht so. Ja. Also die Hälfte der Amerikaner denken nicht so wie du. Es ist jetzt einfach so. Aber was ich viel wichtiger finde. Und die andere Hälfte nicht so wie du. Du bist ein krank, muss man noch sagen, gell? Ja, der Punkt ist doch, das ist doch wie bei uns auch. Bill Clinton hat ehrlich die Lewinsky-Affäre am Schluss dann gleich nicht geschafft, weil die Leute irgendwo finden, jetzt geht es zu weit. Und ich glaube nicht, dass die Leute gern haben, und bei uns ist ja das auch so, die Leute haben nicht so gern, wenn man so die Bettgeschichten dort ausbreiten von der Öffentlichkeit. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass das dem Trump überhaupt schafft. Gut, beim Bill Clinton, einfach um den Vergleich anzubringen, dort hat es keinen Gerichtsfall gegeben, wo während Wochen Zeugen ausgesagt haben. Vielleicht jetzt zum Schluss noch gestern eine Story im Sonntagsblick über mein Radioprojekt in Graubünden. Ich will das lancieren mit dem legendären Namen Radio Grisha, wo die Lübrimans, die dort jetzt am Drücken sind, zum Verschwinden gebracht haben vor 9 Jahren. Radio Grisha, der Name ist ähnlich legendär dort im Bündnerland wie Radio 24 früher in Zürich. Sie haben das umbenannt in Radio Südostschweiz oder RSO, wo niemand richtig verstanden hat. Gestern hat Reza Rafi im Sonntagsblick geschrieben, Radio Grisha gehört zu Graubünden wie Gerstensuppe und der Schellen-Ursli hat mich ein bisschen gefreut und das Argument, das die Lübrimans haben gegen mich, da kommt jetzt ein Zürcher zu uns, ein Unterländer und ich habe gerade gestern die ganze Biografie von Hans-Peter Lübrimans gelesen und er schreibt von sich selber, man hätte ihn, wo er nach Chur kam, als Unterländer beschimpft und sich selber bezeichnet er als bissigen Appenzeller Sennenhund. Und jetzt fallen seine Kinder genau mit solchen Argumenten über mich her. Wie findest du das? Ja gut, ist peinlich, oder? Also erstens glaube ich St. Galler. Ich verstehe gar nicht, warum er Appenzeller auf seinen Hund sagt. Er ist St. Galler. Ja, aber er hat auch eine appenzellische Familienwurzel. Ist auch, das habe ich nicht gewusst. Gut, aber ursprünglich sind sie also Hugenotten. Also er ist auch nicht ganz klar. Er kommt noch von weiter her. Gut. Nein, aber der Punkt ist, es ist doch total peinlich, dass eben seine Kinder, die bis jetzt nicht so wahnsinnig glückliche Hand hatten in der Führung von diesem Unternehmen, dass die eben sich jetzt nicht anders wissen zu helfen, als
ja, mit Sperren, mit Blockieren, mit juristischen Mitteln und so weiter, das ist schon peinlich. Und ich muss sagen, gratulieren, Radio Grisch, das ist wirklich ein guter Name. Also du siehst einfach ein bisschen, oder? Das finde ich ja ein Problem überhaupt von der Ostschweiz. Das ist ja sowieso nie ein guter Name. Es ist eine Marketing-Erfindung, die nie irgendwo eingeschlagen hat. Das hat er nur gemacht, um mehr Zeitung an mehr Orte können verkaufen. Hat er einen ganzen Landesteil erfunden, den es eigentlich nie gegeben und nie geben wird. Genau, und das Glanerland hat jetzt einfach überhaupt nichts zu tun mit Graubünden. Das ist wirklich völlig ein lächerliches Klebemanöver gewesen. Und jetzt fällt es mir im Prinzip auf die Füße. Das ist natürlich schon hart, oder? Weil du hast gesagt, das finde ich interessant, nimmt mich wunder, ob das wirklich hoffentlich wird, dass sie beachtet, eben, dass wenn 5 Jahre die Marke nicht nutzen, dann verfällt sie. Das ist so. Du musst sie kommerziell nutzen, weil du kannst sie nicht einfach schützen und dann nicht brauchen. Der Artikel hat übrigens dann am Schluss einen Hinweis auf meine Familie. Dort wird erwähnt, dass mein Vater in Chur geboren ist und dort in die Schule gegangen ist. Und dann am Schluss mein Zitat: Die Stawinskis waren schon lange vor den Le Brumans in Chur. Ja, das trifft sie. Total. Oder? Nein, das stimmt, das ist lustig. Aber eben noch eines, ich finde, es ist ja zumutig. Ich finde, ich habe auch gehört, dass du jetzt schon ein Studio gefunden hast und schon am Anstellen bist. Ich meine, das ist doch einfach ein blödes Manöver, dass sie jetzt noch Zeit gewinnen wollen. Und grundsätzlich ist halt immer schwache Haltung, wenn du sagst, wir sind die Einheimischen, wir sind so ein Establishment und der von außen kommt, der hat da nichts verloren. Ja. Das ist ja, tust du ja eigentlich selber. Gerade in der heutigen Medienlandschaft, wenn man sieht, wo die CH-Media überall vertreten ist, beispielsweise, oder Ringier überall vertreten wird. Übrigens, ich habe Silvio Löbrümmer, der dort Verwaltungsratspräsident ist, mehrfach angeboten, dass in einem Podiumsgespräch bei Ihnen selber im Radio oder im Fernsehen zu diskutieren, bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Ja, das ist eben nicht typisch, weil sie eben gar kein Argument haben. Sie wissen ganz genau, sie sind eigentlich eine blöde Position. Sie haben jetzt Pech gehabt, sie sind halt verloren. Und wäre am besten, wäre ja einfach, du tust dich mit dem abfinden und machst dafür das andere alles sehr gut. Sie haben ja genug Sachen sonst noch zum tun. Ich habe ihnen noch eine Zusammenarbeit angeboten. Ich wollte da nicht ins Detail gehen. Alles abgelehnt worden. Sie sind mit Gegenvorschlägen gekommen, die so grotesk gewesen sind, dass ich nicht einmal beleidigt bin, sondern nur den Kopf schütteln. Aber gut, das Ganze geht noch weiter. Werden wir sicher noch mehr darüber lesen, weil die ganze Sache ist jetzt auch unter anderem vom Bundesverwaltungsgericht, wo jetzt da die Anwälte hin und her schreiben. Wir wollen schauen, wie schnell das weitergeht. Sie wollen natürlich verhindern, möglichst verzögern. Trumpsche Methoden wollen sie anwenden, wie er das macht bei seinem Prozess. Wir wollen schauen, wie es rausgeht. Das war unsere Sendung von heute gewesen. Nächste Woche fällt sie aus. Der Markus ist dann hoffentlich wieder gesund. Ist aber dann auf Reisen und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen. Alles Gute und schönen Abend hier im Programm von Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.